Dr. Jens Rücker, und wir werden Sie heute mal durchs Webinar Finde Frachten auf der Route führen. Zum einen werden wir kurz Vorteile darlegen in einer Präsentation, und wir werden natürlich auch eine Live-Demo machen, wo wir ein gewisses Szenario durchspielen. Und ich gebe jetzt erstmal ab das Wort an Peter Bauer, der Ihnen kurz ein paar Vorteile und sonstige Informationen gibt. Peter, bitte. Hallo, liebe Teilnehmer. Wir möchten mit dem Webinar heute näher am Kunden sein, vor allem auch näher an der alltäglichen Praxis. Der Faktor Nachhaltigkeit gewinnt in unserer Branche immer mehr auch an Gewicht. Und daher starte ich zunächst mit einer kurzen Präsentation. Unsere Plattform verfügt über eine Funktion, womit der Spediteur oder der Frachtführer Ladungen auf gewählten Touren finden und direkt verhandeln kann. Dieses Modul bietet Ihnen eine Suchfunktion für verfügbare Frachten auf einer Route. Zusätzlich haben Sie Zugang zu den direkten Informationen dieser Fracht. Eine präzise Filterfunktion ist ebenso beinhaltet. Das heißt, Sie können Frachten im Umkreis einer bestimmten Route suchen und diese Ergebnisse sogar noch nach Ladungsgewicht filtern. Sowie beinhaltet unser Tool eine Berechnung der Routenkosten. Die Vorteile liegen für Sie ganz klar auf der Hand. Wir erhöhen damit Ihre Lkw-Auslastung, machen den Einsatz eigener Fahrzeuge gewinnbringender und vermeiden Leerfahrten, erhöhen damit die Nachhaltigkeit und vor allem den Green Drive. Das bedeutet, mittels unserer Plattform können Sie sehr einfach zusätzliche Ladungen finden. Durch die effizientere Laderaumausnutzung trägt unsere Plattform dazu bei, die Leerfahrten auf europäischer Ebene zu reduzieren. Denn Leerfahrten machen über 20% der gesamten Frachtfahrten in der EU aus. Laut einer Studie verbessert die Nachhaltigkeit in der Lieferkette Ihre Reputation im Markt im Schnitt um 65%. Damit gebe ich auch das Wort ab an meinen Kollegen Jens Rücker, der eine Live-Demo präsentieren wird. Danke, Peter. Gehen wir mal zur Live-Demo. Nach Einloggen in die Plattform finden wir uns zunächst auf der Hauptseite wieder und wir suchen hier uns das Modul Karten heraus und können jetzt hier live das Modul Finde Frachten auf Routen erleben. Das funktioniert folgendermaßen. In dem ersten Schritt gebe ich einen Startpunkt an. In dem Falle habe ich Düsseldorf gewählt. Ich gebe den Endort an, in dem Falle Frankfurt am Main. Sichtbar ist jetzt die Haupt- und Nebenroute mit den entsprechenden Kilometerangaben von 242 Kilometer auf der Hauptroute und 279 Kilometer auf der Nebenroute. Man kann auch hier noch sehen, mit wie viel diese Routen ungefähr zu kalkulieren sind. Das sind bei der Hauptroute mit 242 Kilometer und 1,30 Euro angegeben. Da komme ich auf einen Betrag von 314 Euro, den man ungefähr auf dieser Route als Kosten kalkulieren kann. Um jetzt speziell Routen auf dieser Frachten auf dieser Route zu finden, haben wir hier oben diesen Würfel. Ein Klick da drauf und im zweiten Menüpunkt finde ich den Suche entlang der Route. Einmal geklickt, öffnet sich in demselben Fenster eine neue Mappe. Wir sehen hier die Hauptroute und im hellblau hinterliegt den Korridor, in dem Falle ein Korridor von 50 Kilometern. Dieser Korridor lässt sich ändern, hat insgesamt 4 Skalierungen, 5 Kilometer, 10 Kilometer, 25 Kilometer und den jetzt sichtbaren Korridor von 50 Kilometern. Wenn mir dieser Korridor zu groß sein sollte, kann ich den runterbrechen auf 10 Kilometer, um für mich, sage ich mal, relevantere Frachten zu finden. Des Weiteren habe ich hier noch die Option, Gewichte zu filtern indem ich von 0 bis 24 Tonnen filtern kann. Ich lasse dieses jetzt mal weg. Und wie ich sehe, haben wir in Düsseldorf selber keine Fracht, aber auf der Route entlang haben wir hier,
einen blauen Kreis mit einer Zahl von drei Frachten angegeben. Und ich kann jetzt natürlich hier hingehen und mir mal die Details zu dieser Fracht anschauen. Heißt, ich habe hier die Kapazität der Fracht, ich habe hier Lademeter angegeben, ich habe hier auch schon einen Preis angegeben, der mir offeriert wird, plus das Zahlungsziel. Das heißt, wenn ich diese Fracht heute annehme und heute fahre und nach Ablieferung und Zusendung der Dokumente habe ich ein Zahlungsziel zu erwarten von 30 Tagen, wo mir dann letzten Endes der von mir ausgehandelte Preis überwiesen wird. Des Weiteren für mich wichtig, mit wem habe ich denn überhaupt zu tun? Dadurch kann ich auf den Klick Informationen zur Firma herausfinden für mich, wie wird diese Firma bewertet. Da kennen wir hier wie aus eBay und Amazon dieses 5-Star-Rating. Dadurch, dass wir uns hier in einem Test-Account befinden, haben wir hier natürlich noch nichts. Aber je höher dieses Star-Rating ist, hier sehen wir das mal kurz, umso besser ist die Firma für mich als Auftraggeber zu sehen. Wenn mir diese Fracht zusagen sollte, kann ich natürlich auch erstmal fragen, ob diese Fracht verfügbar ist. Dazu haben wir hier unten ein Chatfenster. Das Chatfenster im Übrigen agiert auch mit einem Google-Übersetzer. Das heißt, der mir gegenüber sitzende oder antwortende, wenn er kein Deutsch spricht, kann in seiner Landessprache mir antworten und ich bekomme das in dem Falle nach Deutsch übersetzt. In dem Falle haben wir gesehen, die Fracht ist noch verfügbar für 250 Euro, weil ich genau gesehen habe vorher, ist mir das zu wenig, ich brauche ja mindestens 315 Euro, kann ich jetzt schon mal hingehen und sagen, ich möchte damit auch Gewinn machen und mal schauen, ob er auf die 375 Euro eingeht. Dadurch versende ich mein Angebot, die 375 Euro angegeben und das Angebot senden. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu warten oder selber nochmal nach anderen Sachen zu gucken, bis mein Gegenüber, mein Verhandlungspartner letzten Endes das Angebot bestätigt oder aber mir auch ein Gegenangebot macht. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ein Gegenangebot abzugeben und sende ihm jetzt ein Gegenangebot mit 350 Euro, was sehr bequem an dieser Funktion ist. Man hat direkt im Überblick, man bekommt beispielsweise 1,82 Euro pro Kilometer. Durch ein wunderschönes Glockensignal haben wir mitbekommen, dass wir eine Antwort auf unser erstmaliges Angebot bekommen haben. Hier im Chatfenster sehe ich auch, das Angebot beläuft sich über 350 Euro. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, ich verhandle nach, gebe einen neuen Preis ein oder aber in dem Falle, für mich ist das Angebot in Ordnung, die 350 Euro passen, ich nehme das Angebot an. Mein Gegenüber oder in dem Falle mein Vertragspartner in dem Moment wird informiert, dass die 350 Euro für mich okay sind. Hat dieses auch bestätigt. Wichtig an dieser Stelle ist, und das ist auch eine sehr gute Funktion, indem ich ihm nochmal antworte, bitte die Abholpapiere senden, damit ich, wenn ich zum Ladeort fahre, auch was in der Hand habe, um die dortigen Frachten, Paletten, Fässer, je nachdem, was man da als Verladung hat, aufnehmen zu können. Damit ist es zum Beispiel möglich, direkt ein CMR-Dokument über den Chat zu versenden. Um mal kurz zu zeigen an dieser Stelle, wo die Funktion letzten Endes zu finden ist, hier unten im Chatfenster haben wir nochmal schöne drei Punkte. Mit einem Klick darauf öffnet sich ein Menüfenster. Und da haben wir auch den Punkt Datei senden. Wenn ich da draufklicke, öffnet sich normal das Windows-Browser-Fenster, wo ich die ganzen Dateien zu finden habe. Kann mir das entsprechende Dokument raussuchen, wähle es aus und schicke es direkt in den Chat. Nachdem die Fracht angenommen worden ist, geht das Ganze nach seiner normalen Prozedur. Hinfahren, Fracht abholen, abliefern. Der entsprechende Spediteur, Fahrer kann natürlich dann auch die Bestätigung, einen unterschriebenen CRM-Schein, auch über diese Funktion dem Auftraggeber zukommen lassen.
Damit wäre diese Fracht schon mal gefunden und ich hätte meinen LKW ausgelastet. Wie wir sehen konnten vorhin, hatte ich noch mal ganz kurz über die Filterfunktion des Gewichtes gesprochen. Und ich werde jetzt mal kurz einen Filter setzen bis zu 2 Tonnen. Entsprechend reduzieren sich hier links in dem Angebotsdetail alle Frachten, außer Frachten bis zu 2 Tonnen. Das heißt, je nach Verfügbarkeit meines LKWs kann ich hier die Filterfunktion nutzen, um entsprechend schneller die Frachten für meinen LKW zu finden. Heißt auch, wenn ich einen großen LKW habe mit 24 Tonnen und ich habe noch 5 Tonnen Platz, kann entsprechende Tonnenangaben oder nach Tonnenangaben suchen, um letzten Endes auch verfügbaren Laderaum auf einem Fahrzeug letzten Endes auszufüllen. Ich hoffe mal, Ihnen hat dieses Webinar einige, viele neue und interessante Aspekte gebracht. Und ich würde mich freuen, wenn wir von Ihnen, wenn Ihnen das gefallen hat, gerne eine Nachricht bekommen könnten. Sie können uns gerne anrufen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Oder aber auch uns gerne eine E-Mail schreiben an info.de@trans.eu. Wir freuen uns über viele positive, kritische Nachrichten, weil wir ständig bestrebt sind, auch besser zu werden. Ich gebe jetzt nochmal ab an meinen Kollegen Peter Bauer, der auch noch ein paar Worte an Sie richten möchte. Im Anschluss unseres Webinars startet jetzt auch eine Umfrage. Der Umfang der Umfrage beträgt ungefähr 1,5 Minuten. Außerdem ist dieses Webinar sowie auch viele andere Videos auf unserer Homepage in der Knowledge Base zu finden. Ich hoffe, Ihnen hat diese Live-Präsentation gefallen und wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Teilnahme. Wünschen an dieser Stelle auch nochmal einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.